Okay. Offene Grenzen für Yavatta beendet, Elfenbein für Yavatta beendet. Das bedeutet, ich kann Elfenbein wieder an andere Staaten abgeben. Dadurch, dass ich jetzt natürlich mit zwei im Krieg bin, bleibt nicht mehr viel übrig. Mit denen ich handeln kann. Ein Forschungsabkommen würde ich sehr gerne machen. Ach, Digga. Stell nicht so an. Ach so. Offene Grenzen wollte ich an hier Warta noch verkaufen. Ich habe eine Bitte des Spielers abgelehnt, obwohl wir eine Freundschaft. Aha, also wenn ein Spieler einen, also ein Computerspieler einen um was bittet und man ist befreundet, dann muss man der Bitte nachgeben. Das ist schlecht. Oh. Ich glaube, der Wissenschaftssieg wird immer unmöglicher. Ja, ich kann hier eine Produktion wählen. Ich habe so das Gefühl, dass ein Kolosseum das Richtige wäre. So. Das haben wir schon beendet. Und hier kann ich jetzt mal gucken, dass ich die Elefanten schütze. Allerdings werden die Elefanten längst noch nicht genug sein. Habe ich die nicht eben gerade erst bewegt? Um die Stadt zurückzuerobern, da werde ich wahrscheinlich auch eher so 5, 6 Einheiten brauchen. Aber ich kriege ja hier bald ein Dampfschiff. Und das ist nicht das einzige Dampfschiff, das ich baue. Ich baue hier noch Langschwertkämpfer, dann noch ein Dampfschiff. Hier ein Arbeitsboot, haha. Wieso baut ihr da? Ach so, das ist Wüste, okay. Ja, okay. Da kriege ich noch mehr Happiness zusammen. Eigentlich kann ich die kleinen Pimmelstädte auch mal wachsen lassen. Ich lasse sie mal auf 8 wachsen. Weil ich habe ja schon genug Happiness und ich brauche die in naher Zukunft nicht. Den hatte ich den 12. gegönnt erstmal. Aber damit hat sich's auch erstmal. Lampang hat 8. Stagnierend. Ich habe 676 Gold durch mein ganzes Gehandel. Und könnte mir jetzt einen militärischen Stadtstaat kaufen. Oder eben doch nochmal bei Kapstadt zuschlagen. Die ja maritim sind. Wie steht's mit Edinburgh? Es ist schon schlauer natürlich, Stadtstaaten in nächster Nähe erstmal zu kaufen, weil die einen auch verteidigen im Angriffsfall. Und die gehören zu niemandem. Das ist natürlich nicht schlecht. Die haben Räucherwerk. Die haben Perlenaluminium, was ich nicht brauche. Räucherwerk. Es wäre super nice, wenn hier noch jemand Seide hätte, ne? Weil viele, oder meine beiden wichtigsten Städte wollen Seide. Aber da ist nix. Genf hatte ich noch nicht angeklickt. Brussels. Singapur. Nee, nee, nee. Ich nehme jetzt Edinburgh in der Hoffnung, dass sie mir mal eine Kampfeinheit schenken. Einfach,
So, aber das nächste Mal hole ich mir Stockholm. Genau, Edinburgh steigt auch sofort hier in die Kämpfe ein. Werden dann aber wahrscheinlich überhaupt nichts machen. Jo, die haben hier nichts zu tun. Ja, scheiße, Junge. Ne? Also ich werde jetzt hier erstmal den Elefanten nach Osten ziehen, weil Buch hier nun wirklich nicht angewackelt kommt. Dann haben wir hier das Sägewerk beendet. Gut, gut. Kampang Fehd ist schon bei 8 Einwohnern, was eigentlich gar nicht so schlecht ist. Ich glaube, es ist gar nicht so lange her, dass ich die Stadt gegründet habe. Schade, dass man das hier nicht nachgucken kann, weil sie gegründet wurde. Also bei Colonization stand das halt dabei, ne? Muss man ganz klar sagen. Nächste Runde, mal gucken, was passiert. Was habe ich vergessen? Hier, Warta hat den Louvre gebaut. Ich kann ja gleich mal in die Siegbedingungen nochmal gucken. Ich kann mir gut vorstellen, dass... Okay, er hat sich Kathmandu geschnappt. Aha. Jetzt geht's hier los. Die Seestreitmächte rücken an. Und mein, was ist hier los? Nee. Ich kann eine Produktion wählen, hat er gesagt. Genau, da. Eine Fabrik kann ich bauen, Stadtmauern, Kaserne. Ah, eine Kaserne ist eigentlich immer gar nicht so schlecht, wenn man ein bisschen Krieg spielen möchte, aber für 3, 4 Einheiten lohnt sich's irgendwie nicht. Ich habe ja auch nicht vor, zu viel Krieg zu spielen. Ich nehme den Osmanen und mit Wu mache ich aber einen Defensivkrieg. Was bauen wir denn? Neunundzwanzig Runden für eine Fabrik. Ja. Oder vielleicht doch nur 9. Ich nehme erstmal den neuen Bürger hier mit. Und kaufe mir das Geländefeld, welches eh besetzt ist. Und verbrauche mein Fischerboot. Yay! Ich kann zwar noch nichts damit anfangen, aber theoretisch ist das voll nice. So, Politik einführen. 15% Wissenschaft oder plus 1 Wissenschaft pro Handelsposten 17% von Universitäten. Ich nehme noch mal an, dass das hier mehr bringt. Mal gucken. Oh, 50 Wissenschaft gab das. Nicht ganz. Ist doch ganz gut. Scouten wir mal vorsichtig mit der Triere. Und beschießen das, was hier an Land rumsteht. Und verstecken uns auch dahinter. Man sieht übrigens, dass ich jetzt hier so lustige Schiffchen habe. Ganz entsprechend des Industriezeitalters. Aber ich glaube, in der Moderne gibt es dann nochmal was anderes. Und in 3 Runden habe ich die Telegrafie fertig. In 17 Runden bin ich dann mit der Elektronik soweit. Gucken wir mal wieder in die Demografie rein. Ich bin von der Alphabetisierung Erster und schlage mich mittlerweile ganz gut ab, wie man sieht. Von der Zustimmung bin ich Letzter, von den Soldaten her bin ich Letzter. Vom Land her bin ich nicht mehr Letzter, da bin ich im Mittelfeld. Ich glaube, ich war nie Letzter. Genau, von der Bevölkerung bin ich Letzter. Das ist allerdings schon echt bitter, aber das habe ich ja schon einmal gesagt. Also, ja, mit dieser Marionettengeschichte, wenn man 3 große Städte hat und irgendwie 7 Marionetten, kann man halt locker von Fläche und Bevölkerung ganz oben sein.
und trotzdem alles mögliche andere anführen. Durch das Kaufen von Stadtstaaten. Deswegen, wenn wir Multiplayer-Spiele machen, haben wir jetzt ein bisschen Erfahrung gesammelt damit, tendieren die beiden immer dazu, die Stadtstaaten runterzustellen, weil sie damit einfach noch nicht richtig spielen. Aber Stadtstaaten sind schon sehr, sehr stark. Wobei Robert ja die Strategie verfolgt, mit dem ich zusammen zocke, Robert die Strategie verfolgt, die Stadtstaaten einfach platt zu machen, damit ich sie wahrscheinlich nicht kaufen kann. Ich verstehe. Gut, fertig waren, bin ich immer noch auf Platz 1. Und zwar gut 50% über dem Durchschnitt. Naja, eher 40, aber ja. Das ist gut, das ist sehr gut. Schaut mal, ihr fertig waren, bezeichnen, glaube ich, die Hämmerchenproduktion. Und Darius ist mit 62 Hämmern letzter. Das ist halt schon echt krass. Und mein Ernteertrag ist auch ganz gut, obwohl ich von der Bevölkerung nicht so weit, also diese Diskrepanz hier muss mir mal jemand erklären, woran es liegt, dass ich Zweiter im Ernteertrag bin, mit 261, nur knapp hinter dem Franzosen, aber nur ein Viertel vom der Bevölkerung des Franzosen habe. Das muss ja wohl daran liegen, dass ein Großteil des Ernteertrags in diesen Städten hier geleistet wird, die ich nicht wachsen lasse. Tja, ich weiß es nicht ganz genau. Ja gut, nächste Runde gibt es auch eine Einheit in Sukhothai. Das ist schon mal eine erfreuliche Geschichte. Dann ist meine Fregatte jetzt gleich in Reichweite. Die 6 Runden sind um. Hier kann ich noch ein Sägewerk bauen. Und nächste Runde. Ein Gegner ist in der Nähe. Arabien hat sich Bukarest gekauft. Das ignoriere ich, weil ich ja keine Kulturstadtstaaten mehr beachten wollte, sondern lieber Militärstadtstaaten kaufen wollte. Also gucken wir mal. Das hier war die Geschichte mit Bukarest. Frankreich und China machen ein Forschungsabkommen. Jo, die haben hier Kavallerie am Start. Befürchte, die werde ich jetzt hier in die Steinzeit bomben. Mit meinen Katapulten. Hm? Ah, gut. Macht ganz gut Schaden. Und der dürfte da auch hinschießen können. Und ihn jetzt versenken. Das war eine Einheit Kavallerie von Wu. Nicht schlecht. Also schlecht, sie so zu verlieren. Aber die Stärke ist nicht schlecht. Wow. Hat hier gerade ein Upgrade verwendet, um seine Pikeniere wieder zu heilen. Dann werde ich mal hier hinfahren und da hinfahren. Warum geht der Fog of War nicht weg? Oder ist das kein Fog of War hier? Ich verstehe das nicht so ganz. Ich glaube, es ist kein Fog of War, es ist einfach nur eine schlechte Grafikauflösung sozusagen. Mit Grafikeinstellung. Dann haben wir hier schon mal zwei Landeinheiten, die für die Zurückeroberung zuständig sein können. Meine Langschwertkämpfer können mal was an. Und ich kann hier weitere Militäreinheiten bauen. Ich denke, mit einer Kanone bin ich ganz gut beraten. Oder ich sage, ich baue erstmal hier eine Fabrik. Weil ich dann nämlich bald anfangen kann, mechanisierte Infanterie zu bauen. Was ziemlich krass ist, Anfang des 18. Jahrhunderts. Und dann kann ich nämlich in Sukhothai noch besser produzieren. Ich glaube, das ist eine gute Strategie. Jetzt erstmal auf die mechanisierte Infanterie zu warten. Und damit würde ich dann eben auch militärisch gut dastehen, zeitlang jetzt. Ohne
noch hardcore hier in den Atombombenbereich gehen zu müssen. Weil die Elektronik ja auch auf dem Weg zur Nanotechnologie liegt. Ja. Zur Robotertechnik möchte ich eigentlich früher oder später hin. Dort gibt es nämlich die Raumschifffabrik und nicht den Erstbooster, sondern das Apollo-Programm gibt es in der Raketentechnik. Dann darf ich anfangen, Raumschiffteile zu bauen. Und ja, und damit würde ich dann ja den Sieg herbeiführen. Gucken wir mal wieder in die Siegbedingungen rein. Ups. Alter, ey, 4000 Kultur. Das haben wir noch nie gesehen. Ja, niemand ist da. Die Irokesen haben auch erst zwei Sozialpolitik von fünf, also wird keiner hier den Kultursieg schaffen. Denn da müsste man jetzt schon eigentlich eher bei drei sein. Und auch das Irokesenland ist ein bisschen zu groß, denke ich, um da mithalten zu können. Diplomatietechnisch führen wir vor dem Araber. Müssen wir ein bisschen natürlich aufpassen, dass er nicht 10 Stimmen bekommt, aber ja. Gut, so viel zu den Siegbedingungen. Gut, meine Fregatte ist bald da und nächste Runde. Jevata hat 1000 Punkte erreicht. Autsch. Oho. Ich glaube, der Araber ist gegen, ja, ist gegen Wu in den Krieg gezogen. Das ist sau nice. Und ich habe eine Einheit bekommen von Singapur. Einen großen Händler. Den kann ich eigentlich direkt in einen anderen Stadtstaat vergeben. Wo wir gerade wieder beim Franzosen hier gucken. Degère, nun gib mir dein Tuch. Ich glaube, das ist tatsächlich ein gutes Angebot. Aber das geht ja nicht ein. Mit 76 Gold pro Runde stehe ich eigentlich jetzt auch schon besser da, als ich mir das gedacht hätte. Ich muss mir eben einen Schluck trinken.